Papa Schuft ist schon da. Haben wir hier kein Steuer? Wenn jetzt noch einer ins Wasser fallen würde, wäre das ja noch besser. Zerstören kann, werden die halt immer wieder. Vier Stück waren das jetzt. Ich schätze mich jetzt mal so eine Kuh so 50 Kilo. 50 Kilo mal. Kann man mit vier Leuten gut tragen. Sind die, nachdem sie sich im Sommer voll gefressen haben, schwerer im Winter? Nee, die wiegen eigentlich relativ genauso viel. Schlechte Ernährung. Ist irgendwas zusammen heute passiert oder ist das so wie jedes Jahr? Ne, ist so wie jedes Jahr. Wetter ist heute sehr gut, wir haben auch schon mal Regen gemacht. Okay. Alles super. Ja, verraten Sie mir Ihren Namen? Mein Name ist Markus Lehner, M-A-R-C-E. K-L-E-N. K-L-E-N. N-E. N-E. Und was ist Ihre Funktion? Ich bin hier der Gruppen. Sind auch gleichzeitig, wenn die da stehen oder haben sie ja, gut. Nee, danach ist es okay. Wir rücken dann wieder ein, räumen oder stellen die Einsatzbereitschaft wieder her, die Leinen trocknen und alles vorbereiten. Ja, ja. Also wann sind wir heute fertig? Wir schaffen auch so gegen 17 Uhr. Ja. Ist das, also für diese, ist das auch mehr eine Spaßveranstaltung? Ja. Die Tradition verpflichtet, wir machen das jetzt schon, boah, ich weiß nicht, 10 Jahre wollen wir mittlerweile. Wir sind jedes Jahr gerne dabei, beim Auftrieb sowie beim Abtrieb im Herbst. Ja. Und finden sich auch immer wieder freiwillige Leute, die da Spaß dran haben und die Gefälligkeit immer gerne. Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Ja. Ja, Sie waren Malerzeit? Ja, Malerzeit. Ja, Malerzeit. Ja, Malerzeit. Ja. Ja, guck, da ist die Kuh auch schon drauf. Jetzt haben wir erst einmal den Teil.